Anfassen im Abendprogramm. Oh, Saschka. Thomas Gottschalk hat irgendwen angegrapscht. Wollen wir das gucken? Grapschi, Grapschi, Tomi, Tomi. Thomas Gottschalk, 1994. Wer war dabei? Wir schauen rein. Wenn diese Föhnfrisur vor der Kamera sitzt und diese beiden Superstars hier im Hintergrund stehen, dann wisst ihr, es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl. Saschka! Und es gibt noch eine weitere Föhnfrisur, die er war es, in den Medien stattfindet. Und zwar Thomas Gottschalk. Vielleicht kennt ihr ihn durch die legendäre Wetten, das Sendung oder vielleicht auch durch die Haribo-Werbung, wo er über 2 Jahrzehnte das Gesicht war. Digga, Haribo, so OG, oder? Heute fällt er vor allem durch fragwürdige Aussagen auf, und zwar im Spiegel. Dort sagt er, dass er beispielsweise Frauen nur dienstlich angefasst haben. Oder du bist kein Arzt. Ja, nee, also warum fasst du Frauen dienstlich an? Hey, ich habe mal ein Foto mit diesem Typen gemacht. Ich war mal mit dem essen. Ich war mit Thomas Gottschalk mal essen. Das ist verrückt. Komisch irgendwie, oder? Bisschen off. So im Fernsehen. Eigentlich hat sie mir versprochen, dieses Hemd andersrum zu tragen, aber sie hat sich doch nicht dran gehalten. You wanted to wear it the other way around. Im Kölner Treff sagt er beispielsweise, dass man ja gar nichts mehr sagen darf, ohne vorher nachzudenken. Heute ist es so, dass ich erst mal nachdenke, bevor ich etwas sage. Ist das schlimm? Also, ich würde sagen, das ist eigentlich normal, oder? Dass man nachdenkt, bevor man was sagt, oder? Für mich ist es schlimm. Fast sowas wie ein normaler Mensch. Und besonders zu diesem Artikel gibt es eine Menge Memes. Sogar Funk steigt mit ein und macht sich über den 74-Jährigen lustig. Aber was meint er eigentlich damit, dass er Frauen dienstlich angefasst haben soll? Geht es vielleicht um diese Art von Szenen? Das geht. Bitte, das ist therapeutisch. Und vor allem, normalster Mann. Warum fällt es dem Kultmoderator so schwer, diese Paro, Art von Szenen genau das als fragwürdig einzustufen? Hat er vielleicht sogar recht und wir sind alle zu überempfindlich? Oder sollte man vielleicht doch nochmal nachdenken, bevor man sowas von sich gibt? Ich habe Frauen im Fernsehen immer nur angefasst, wenn es sein musste. Sie habe ich gerade an der Schulter angefasst, weil ich sonst umgefallen wäre. Das alles. Alter, ist das weird. Das wirkt doch fast schon so ein bisschen verbittert. Das ist komplett off, oder? Und noch viel mehr seht ihr heute an eurem Lieblingstag der Woche. Mit eurem Girl Saschka. Alle zu überempfindlich, er ist deine einzige normale, so ein Ding. Thomas Gottschalk, eine lebende Legende des Fernsehens. Geboren 1950 in Bamberg, startete er seine Karriere in den 70ern und eroberte blitzschnell das Fernsehen. Mit seinem extravaganten Stil und seinem charmanten Auftreten wurde er zum Publikumsliebling. Zwar war ich nie Zuschauerin von Wetten, dass, aber... Man macht eigentlich so viele Stars, die Pfanne heiß. Ich kann es euch nicht sagen, aber bei den Streamern ist es noch genauso, Chat. Die sind noch genauso am Ende. Natürlich kennt man die Sendung und natürlich ist sie Kult. Während er für viele Nostalgie verkörpert, die viele bis heute lieben, zeigt sein Verhalten auch, dass das, was früher akzeptabel war, redet sie über 94, ich hoffe schon, war, nicht unbedingt heute vertretbar sein sollte. Aber sieht er das genauso? Aktuell macht er mit seinem neuen Buch Ungefiltert auf sich aufmerksam, dessen Inhalt im jüngsten Spiegel-Interview ebenfalls diskutiert wird. Und bevor einige von euch schon in die Tasten hauen und den alten Pionier des deutschen Fernsehens verteidigen wollen. Es geht hier nicht darum, jemanden zu canceln. Zumindest für mich. Es geht auch nicht um den alten weißen Mann, der sich nicht verändern möchte. Es geht darum, warum beharrt er so hartnäckig darauf, dass diese Art von Berührungen gegenüber Frauen... Ein Mann sagte mal, grab him by the pussy und er wurde Präsident. Wie falsch kann er sein? Ja... Ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie viel zu wenig darauf Acht gegeben wird, wie sich Leute leider verhalten, ne? Ah, oh, richtig, voll auf die Lippe und in Slow Motion noch einmal. No. Als sie sagt einfach no. Dienstliche Arbeit bezeichnet. Wie weird. Werden können. Dienstliche Arbeit im Rahmen einer Sendung. Was sagt das über ihn und sein Verständnis von Macht und Verantwortung aus? Du bist die aktuelle Miss Germany. Ja, ich bin die Miss Germany, Dora Schmitz. Seit dem 14. Februar. Seit dem 14., also noch ganz jung und taufrisch. Warum hat er die Hand genommen, hä? Diese Art von Einstellung, die für viele den Kern des Problems darstellt. Während Gottschalk sich auf eine Zeit beruft, in der Humor und Berührungen im Showbusiness... Digga, damals als sexuelle Belästigung noch ein Lachkick war, Chat. Wisst ihr noch damals? So funny. Oder sagen wir... primär in seiner Sendung, seiner Aussage nach anders waren, hat sich die Welt um ihn herum weiter... Digga, immer gelacht, wenn einer belästigt wurde. Ich bin nicht klargekommen. ...entwickelt. Ich muss niesen. Gesundheit, du bist der Beste. Was früher als harmlos galt, wird heute zu Recht hinterfragt. Szenen wie diese waren normal. Für manche scheint das vielleicht harmlos, viele können aber verstehen, dass es nicht gerade angebracht ist. Mm. Und wenn man ihn auf diese Berührungen anspricht, sagt er beispielsweise, dass die Spice Girls, die ja auch bei ihm zu Gast waren, damals ja auch schon gesungen haben, If you wanna be my lover. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Und obwohl er seiner eigenen Aussage nach im Interview kein intimes Interesse hatte an... Außerdem haben die das gesungen, if you wanna be my lover. Ach so, ach, du hast gedacht, die meinen das ernst. Ach so. Bruder, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Lil Bro dann denkt, das ist eine Einladung zum Grabschen. Das ist crazy. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also, keine Ahnung. Wo fangen wir da an? Ich rufe da auch nicht Pasha an und versuche bei ihm Gras zu kaufen. Was ist denn das? An der Gruppe sah er das dennoch als Einladung, ein Mitglied aus der Band sich rauszuholen und diese wie ein Stück Fleisch vorzuführen und zu sagen, dass diese ihm eigentlich versprochen hätte, das Kleid andersrum zu tragen. Das ist lustig, weil dann sieht man ihre Titten. Sehr witzig. Sieht das nicht als Attacke, sagt aber, dass er es mittlerweile bleiben lassen würde, weil es ja mittlerweile politisch inkorrekt wäre. Dinge, die damals ja eigentlich in Ordnung waren. Darf man hier nicht mal eben ein... Was mit Sido und Arschflick-Song, ja. Ja. Eine Frau rumdrehen? War das denn wirklich so normal damals? War es in Ordnung, sich die Hose vor Steffi Graf auszuziehen und diese dazu zu animieren, sein Knie zu massieren? Das bitte, das ist therapeutisch. Jetzt habe ich leider keine Massageoption. Ich Der Thomas, alte Schelm, ne? Das ist ja verrückt. Jetzt geht's im Oberschenkel los. Oh ja. Macht warme Hände und warme Knie, oder? Ja, so ungefähr. Gottschalk nimmt noch weiteres für sich mit. Beispielsweise würde er heutzutage nicht mehr in einen Aufzug steigen, wo nur eine Frau drin ist. Nicht, weil man meinen könnte, dass die Frau sich vielleicht irgendwie unwohl... Genau, das wollte ich gerade auch sagen. ...fühlen könnte. Nein, weil tatsächlich die Frau ja aus dem Aufzug dann irgendwann rennen könnte und sagen würde, Hashtag MeToo. Das sagen ja die Frauen. Also das ist ja voll häufig so, dass Leute, die in den Aufzug... Also wenn eine Frau der Straße jetzt ist und man geht an der vorbei, dann schreien Frauen manchmal Hashtag MeToo. Die schreien auch den Hashtag, schreien die mit. Also das ist ja wirklich so geisteskrank. Die schreien Hashtag einfach mit. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn. Damit wird auf die Bewegung Hashtag MeToo angespielt, wo Betroffene von sexuellem Missbrauch und Übergriffen auf den Machtmissbrauch in Hollywood als auch international aufmerksam machen wollten. Beispielsweise auf den Filmproduzenten Harvey Weinstein, der junge Frauen missbraucht haben soll. Ist das ein unglückliches Beispiel? Vielleicht dieses Missverstanden, von dem Gottschalk redet? Ich wollte erklären, dass ich bei gewissen Dingen einfach heute zucke, bevor ich es sage. Es dann gar nicht mehr sage, weil ich Angst habe, dass es missverstanden wird, dass es missinterpretiert wird. Ist das nicht total unauthentisch, dass man nicht einfach alles raushaut, was einem im Kopf rumgeht? Heute ist es so, dass ich erst mal nachdenke, bevor ich etwas sage. Ist das schlimm? Für mich ist es schlimm, ja, weil ich eine Zäsur habe. Wie kann es... Oder wie gesagt, nachdenken und dann reden ist ja nicht verkehrt. Ich würde sagen, nachdenken und reden ist der beste Weg. Weißt du, also alles andere... Sein, dass man früher spontan Sachen raushauen konnte, die witzig waren, und heutzutage sind die gar nicht mehr witzig. Ich habe, glaube ich, 15 Minuten, bevor Tom Cruise hier die ganze Sache zu einem Dreier macht, und die paar Minuten möchte ich nutzen. Oh, das ist ja so süß. Das ist ja so süß, dass du mich gerade belästigst. Die Personen ändern sich und auch das Verständnis gegenüber anderen Personen ändert sich. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es noch nie zeitgemäß war, Frauen in einer Show zu berühren oder sich vor ihnen die Hose auszuziehen. Ja, aber das war halt damals leider akzeptiert, ne? Im Konsens der Öffentlichkeit war damals halt so, ja, okay, I guess, that's fine, so. Das passt, alles gut. Aber totaler Quatsch halt leider, ne? Ja. Und sie aufzufordern, das Knie zu massieren. Und ja, es gab tatsächlich auch einen Mann, dem er mal beide Hände aufs Knie gelegt hat. Auch so fair müssen wir natürlich sein. Aber es waren doch schon überwiegend Frauen und ich persönlich... Das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich werde auch nicht gern angefasst, aber es macht für mich doch nochmal einen Unterschied, ob mir jetzt eine Frau ihre Hand aufs Knie legt oder ein Mann und das dann da liegen bleibt. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Darf man die noch sagen? Aber Gottschalk lässt sich nicht beirren, denn das war eben rein dienstlich, wie in einem Film. Also das ist verrückt, wie in einem Film, wo beide vorher von dem Drehbuch Bescheid wissen und darauf gebrieft sind, was passiert, und er Grabsteinfern sagt, das passt, oder wie? Ihre Worte findet er nicht dafür. Er kommt bei dieser Zeit einfach nicht mehr mit. So wie beispielsweise bei... Und in den Chipspackungen für denselben Preis auch immer weniger drin. Die Welt wird immer schlimmer. Ja. Ja, und außerdem im Chat die Grünen. Da, die Grünen. Bei dem Film Tenet, da hat er auch gemerkt, dass er nicht mehr mitkommt. Bin ich aber auch nicht mehr, sage ich ehrlich. Und schon letztes Jahr kündigte er seinen Abschied an. Einen von mehreren. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Das ist auch keine dolle Entwicklung. Der Bro sitzt im Studio und filmt im Handy, ist crazy. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Und auch da muss man von vornherein einfach sagen, das ist seine Meinung. Wenn er der Meinung ist,
dass man eben Dinge nicht mehr sagen crazy, darf. Mann. Crazy, ein Shitstorm. Weil man dafür vielleicht kritisiert wird. Wahnsinn. Dann darf er das auch so empfinden und dann darf er das auch kundtun. Und das ist auch sein Empfinden, was man ihm nicht absprechen darf. Wenn er das schon seit mehreren Jahren so sieht und eigentlich schon vor 3 Jahren ja, gesagt hat, dass man eigentlich gar nichts mehr sagen darf. Aber du darfst nicht mehr sagen, was du denkst. Ich trau mich nicht mehr. Und irgendwie redet er aber seitdem immer und immer und immer wieder und veröffentlicht dann auch noch ein Buch. Ja, er ist so die ganze Zeit so, er checkt das, glaube ich, gar nicht. Er will das auch, glaube ich, irgendwie checken. Mann, ich habe mich mal echt mit dem Miami unterhalten. Da war ich mit Jolie damals noch. Da waren wir mit dem Essen. Und da hat er was gesagt, das fand ich crazy. Da hat er ein Foto mit mir gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das so real war. Und dann hat er gesagt, lass mal ein Foto machen. Und ich meinte so, ja, okay, der so. Ja, und jetzt will ich noch eins nur mit dir, nur für mich. Du erinnerst mich voll an mich. Und ich dachte damals, das wäre ein Kompliment. Das hat er wirklich gesagt. Sonst war ein bisschen weird so. Und ich fand ihn damals halt ehrlich cool. Das war so 2016, 2017, glaube ich. Ja, mittlerweile ist halt, bin ich froh, dass ich, also ich hoffe, dass ich mich nicht mit ihm so, ne, dass ich da nicht so ähnlich zu bin, aber ja, der Typ hat da auf jeden Fall leider die falsche Abbiegung genommen, ne, ich glaube, man, auch dieses Ding von, er hatte halt voll die krasse Legacy und so, und ich glaube, dann in Würde zu altern, ist immer voll das Ding, ich glaube, irgendwann muss man einfach sagen, ich höre jetzt auf, weil das hat halt echt alles eingerissen, leider, was er da aufgebaut hat, ne. Aber auch das darf er, ne, dass jeder darf auch Bücher veröffentlichen, wo ich mir aber trotzdem die Frage stelle, geht es darum, dass... Die geistige Flexibilität nimmt im Alter halt krass ab, da kann man neue Infos einfach nicht mehr verarbeiten, also im wahrsten Sinne. Check ich, aber ich weiß nicht, ob man es einfach auf Alter schieben kann jetzt, oder ob man einfach sagt, okay... Es ist einfach so, dass der Kerl ein bisschen störrig vielleicht ist und ein bisschen müde ist, solche Sachen halt, ja, zu akzeptieren. You never know. Dass er nichts mehr sagen darf. Ich trau mich nicht mehr. Oder geht es darum, dass es nicht mehr so gut ankommt wie früher. Denn Thomas Gottschalk war und ist ein Kultmoderator, der bei sehr vielen Menschen bis heute Anklang findet. Nicht zuletzt wegen der guten alten Zeit, wo alles irgendwie viel, viel besser war. Mann, Alter. Immer dieses gute alte Zeit, alles war besser. Also, Digga... Das hier noch dienstliches Anfassen war. Hier, ich habe dieses Meme gesehen. Das ist lustig. Ich habe dienstlich die Steuern hinterzogen. Es war doch nur dienstlich. Und nicht nur die Leute halten viel von ihm, sondern auch er von sich selbst. Es scheint so, als ob er sich sehr, sehr gern reden hört. Und wenn jemand anders gelobt wird in seiner Anwesenheit, dann interveniert er und macht das Ganze irgendwie erstmal lächerlich. Du hast eine Eleganz da reingebracht. Die Art und Weise, wie du dich bewegt hast, wie du deine... Hör auf, Thomas. Also man kann ja gar kein ernstes Wort hier reden. Mach weiter. Ich mach, das ist nur einfach... Ich kann nur von mir sprechen. Aber zu mir hat nie ein Mensch sowas gesagt, dass ich besonders gut geboxt hätte zum Beispiel. Und so scheint die Antwort auf die... Hä? Vielleicht hat Lil Bro einfach ADHS. Vielleicht hat Lil Bro einfach mieses ADHS. Ich kann der sich einfach nicht kontrollieren. Vielleicht, also, Bruder, also, da mal Ritalin vielleicht poppen. Frage des Spiegel-Reporters, besonders passend. Spiegel, was wären Sie ohne die Öffentlichkeit? Gottschalk, was wäre die Öffentlichkeit ohne mich? I guess nothing would change, so. Also ich... Oder ist krasser Typ, aber mittlerweile, also, dank Internet und Co., weiß ich nicht. Also ich glaube, du bist schon mäßig... Nicht obsolet, aber you know, also das ist so, nobody would care, also es juckt keinen. Die Öffentlichkeit wäre auf jeden Fall dienstlich weniger angefasst worden, ne? Gottschalk stellt sich als Opfer dar. Als Opfer, das sich nur laut wundert. Leute auf TikTok würden jetzt schreiben, Lil Bro got irrelevant. Wie beispielsweise in seinem Buch. In einem Instagram-Post schreibt er, Stefan Raab kommt zurück. Ich verabschiede mich. Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche. Der Titel, Ungefiltert. Ungefiltert klingt wie der rechtsradikale Podcast von Simon Unge, wo er die Wahrheit sagt über die Grünen und alle anderen. Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer. Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich für das, was ich denke, auch vermöbeln wird. Aber ich stehe dazu. Ist immer so dieses, ja, ich sag jetzt meine Meinung. Ich lass mir meinen Wund nicht verbieten. Oder es ist dieses so, ich bin ja kein Rassist, aber das ist immer so same, same. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt danach immer Scheiße. Da kommt danach meistens echt immer Rotze. Da kommt leider immer nur Rotze. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt echt schon ein paar Mal so war, ne? Ich verabschiede mich, ich bin wieder da. Ich verabschiede mich, aber ey, ich habe noch ein Buch. Für mich persönlich sieht das aus wie eine Art Schrei nach Aufmerksamkeit. Denn hey... Digga, ich glaube, wenn er auf Twitch gehen würde... Muss mal gucken, vielleicht kann ich irgendwie Kontakt zu ihm noch aufbauen. Ich richte ihm einen Twitch-Kanal ein und dann kann er endlich mal sagen, was er denkt. Dann kann...
Dann kann er sagen, was er denkt. Dann haben wir hier noch jemanden. Oh Gott, hell na. Was wäre die Öffentlichkeit ohne Thomas? Dann können wir in den Chat fragen, was mit 1994 gewesen ist. Glaubt ihr, er guckt manchmal so bei Instagram, Leute schreiben ihm so, Thomas, was hast du 1994 getan? Und er versteht das Meme gar nicht, er checkt das gar nicht. Und natürlich, er ist eine Fernsehlegende. Und weil er eine Fernsehlegende ist, ist er ein gern gesehener Gast in Shows, wo er sich frei mitteilen kann, und dabei vielleicht auch noch vorher nachdenkt. Beispielsweise darüber, dass mittlerweile die Welt... Er kriegt Kick-Account, kriegt er kriegt Kick-Account, kann nicht gebannt werden. ...ihm nicht zu 100% zustimmt. Zumindest nicht in dem Sinne wie früher. Ich glaube, er weiß genau, was er 1994 getan hat. Ich weiß es nicht tatsächlich, ob er es genau weiß. ...was an ihm kritisieren. Seinen Umgang oder seine Aussagen, fast wie bei jedem normalen Menschen auch. Nur eben bei Tommy, da ist es nicht normal. Da ist es nicht normal, dass er nicht so reden darf wie zu Hause. Immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Wenn Gottschalk von einer... Also zu Hause ist er quasi immer noch so, aber halt nicht mehr im Fernsehen, weil er halt nicht, also er hat nicht Angst, also er hat Angst vor der öffentlichen Meinung, aber er will nicht sich ändern, weil er eventuell sieht, dass bestimmte Verhaltensmuster nicht in Ordnung sind gegenüber anderen Menschen. Das lässt ja sehr tief blicken, oder? In einer Zeit spricht, in der man früher was sagen konnte und sich früher auch viel, viel sicherer war in seinem Auftreten. Mal eine Runde vorne mit Thomas Unge und Flying Uwe. Also was ist das für eine Blunt Rotation, Digga? Das ist meine Nightmare Fentanyl Rotation. Ich bin raus. Dann ignoriert er die Fortschritte, die die Gesellschaft gemacht hat. Es zeigt, dass Dinge, die früher vielleicht normal waren, heutzutage sehr wohl hinter... Wieso gehen bin ich nur privat? ...fragt werden dürfen. Wie kann man so rückständig und verbittert sein und die Gesellschaft anklagen, dass man nicht mehr unkommentiert übergriffig gegenüber Frauen sein darf? Ja, was ist das, ne? Was ist das? Genau das spricht es halt aus. Es ist so gaga, es ist so... Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, dass dieser Guy das nicht juckt, also dass das nicht checkt, das ist so verrückt. ...und vor allem auch nicht... fortgesetzt werden sollten. Nur weil jemand Macht hat und für ihn die Dinge normal erscheinen, heißt das nicht, dass sie in Wirklichkeit auch normal sind. Ja. Aber was darf man denn überhaupt noch in der Unterhaltungsbranche machen, wenn man Frauen nicht mal dienstlich anfassen kann? Ja, richtig. Was darf man denn noch sagen, wenn man vorher noch drüber nachdenken muss? Darf man sich denn wenigstens... Das ist ja sein Gedanken, das ist ja sein Take. Das ist ja genau das, wie er denkt. Und das finde ich halt crazy. Also er sieht ja nicht mal, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht in Ordnung gewesen sind einfach. Sondern denkt, weil früher niemand das Maul aufgemacht hat und sich beschwert hat oder niemand halt die Möglichkeit hatte, sich zu beschweren, ohne eventuell die Karriere einzubüßen oder, weil das gar ganz andere Machtkonstrukte gab und ganz andere Strukturen von Macht, die dahinter liegen, ja, denkt der nach wie vor immer noch, dass es in Ordnung gewesen ist und dass jetzt die gesamte Gesellschaft auf einmal woke und grün und komisch geworden ist und dass das Problem ist, aber nicht seine Taten, das ist halt verrückt. Dings über andere lustig machen, so wie beispielsweise Dieter Bohlen. Das Einzige, was... Er ist ein alter Mann, der 50 Jahre lang gesagt wurde, dass er der Beste und Tollste der Welt ist. Was erwarten wir jetzt für eine Einsicht? Ich glaube, eine Einsicht zu erwarten ist quatschig, aber eine gewisse Reflexion sollte man doch von einem denkenden Individuum irgendwo, oder? Mit deinen Stimmbändern machen kannst du sie in Säure schmeißen, dann haben wir ein gelöstes Problem. Er war bekannt für seine Art, sich über die Kandidaten in Castingshows lustig zu machen. Dies führte oft zu kritischen Diskussionen über die Grenze von Unterhaltung und Mobbing. Bohlen stand für eine Grauzone. Denn viele waren der Meinung, hey, wenn die Leute sich schon dahin begeben und eben im Fernsehen sich blamieren, dann darf man doch auch was dazu sagen. Und genau dafür... Ich sehe Parallelen zu gewissen Influencern. Jesse, rede, sprich die Namen, ich will sie hören. Wir wissen, was Chad denkt. Lass da nicht zensieren, Leute. Wurde er... Mobbing gleich Unterhaltung. ...gefeiert. Mittlerweile fallen die Sprüche nicht mehr so hart aus. Zumindest... Zum Beispiel ich. Ja gut, alles klar, Schere. Hab ich das Gefühl, DSS ist eigentlich sowieso out, da braucht man auch nicht Pietro Lombardi und Loredana hinsetzen. Wer guckt das? Okay, ich will niemanden offenden, aber wer guckt das? Die Frage bleibt, wo ziehen wir die Grenze zwischen harmloser Unterhaltung oder vielleicht auch fragwürdigen Aktionen? Die Diskussion rund Thomas Gottschalk und rund um seine Aussagen und Aktionen ist mehr als eine Diskussion über einen alten Moderator, der nicht aufhören kann, im Rampenlicht zu stehen. In meinem Traum war ich mit Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen, Stefan Raabs Fingerclub. Wie war's? Es ist ein Spiegelbild der Herausforderung, vor denen die Gesellschaft heute steht. Oder zumindest viele, wenn es um das Thema Macht, Respekt und Grenzen geht. Gottschalk steht symbolisch für viele, die in der Branche an veralteten Mustern festhalten möchten. Und scheinbar ist Gottschalk auch nicht gewillt, eine andere Perspektive einzunehmen als seine. Ich habe Frauen im TV immer nur dienstlich angefasst. Bist du glücklich damit? Sagst du, das ist mir besonders gut gelungen? Oder wer meldet sich da und sagt, um Gottes Willen, Tommy, was machst du da? Mag Micky Beisenherz sehr gerne, cooler Typ. Ich habe Frauen im Fernsehen immer nur angefasst, wenn es sein musste. Sie habe ich gerade an der Schulter angefasst, weil ich sonst umgefallen wäre. Das, was ich da... Also diese Antwort, auch wie er es gesagt hat, das war so... Das ist so... Oh.
Das ist schon so ein, ne? Ich kann gar nicht, ja, es wirkt, ja, ich will es nicht sagen, aber... Was lese ist, dass die anderen ja irgendwie gar nicht verstehen, was seine Intention damals war. Aber was soll man denn daran verstehen? Was ist denn die Intention dahinter? Jemanden vorzuführen oder sich vor jemanden zu entkleiden? Ist das wirklich Unterhaltung oder ist das einfach nur unangenehm? Es scheint so, als ob man wie... Das ist einfach nur geil. ...in einer Art nicht. Blase lebt, wo man sagt, naja, nee, früher fanden das die Leute lustig, wir hatten hohe Einschaltquoten und da hat sich niemand beschwert. Man könnte auch Barbara Schöneberger nehmen, die damals gesagt hat, ey, Make-up ist nicht für Männer. Aber vor allem damals war es natürlich fragwürdig, weil sie aus einer Branche kam, wo Männer auch geschminkt werden für ihre Sendungen. Ach komm, die Einzigen, die sich beklagen, sind Frauen. Zeiten haben sich geändert, ja, aber warum über die Zeiten urteilen, die 20 Jahre her sind? Es ist, wie es ist. 20 Jahre zuvor war es nicht anders, nicht alles vermischen. Vor 80 Jahren hatten Frauen gar nichts zu sagen, wenn wir mal Tacheles reden. Da muss man unterscheiden. Oder manchmal frage ich mich wirklich, Classic First Message mal wieder hier in den Chat, wirklich, woher manche Takes kommen. Also, ey, freie Meinungsäußerung, alles gut, Bruderherz, aber Classic First Message an der Stelle hier, Crazy Take. Meine Meinung, darf ich ja wohl noch sagen. Oder Bullseye, alles gut, mach dein Ding, alles in Ordnung so, kauf die erste Reihe Mario Barth, lach dich tot, ist okay. Für mich ist es nicht, ich sehe das anders, aber jeder wie er will so, ne? Jeder wie er will halt, auf Ernst so, also... Ja. Ich bin ja auch eine ganz andere Generation. Vielleicht hat sich das inzwischen alles so gewandelt und ich kann gar nicht mehr mitreden. Viele haben ja auch vorgeworfen, ich sei einfach zu alt und würde es deswegen nicht verstehen. Das kann übrigens total gut sein. Aber zurück zu Gottschalk. Denn Gottschalk ist nicht nur ein Fernsehheld, sondern er ist auch verantwortlich für seine Handlung und Außenwirkung. Und wenn du beim Spiegel sitzt und sagst, was wäre denn die Öffentlichkeit ohne mich... Das ist so ein kranker Take. Das ist so ein kranker Take. Das erinnert mich übrigens hier dran, Chat. Wartet mal. Das erinnert mich irgendwie sehr, sehr doll. Sehr, sehr doll hier dran. Ich weiß nicht genau warum. Wenn Bushido am 26.11. seine Single bringt, muss er nächste Woche Freitag, also die Woche eine Single bringen. Also kannst du alle zwei Wochen Singles releasen. Ausnahme ist Album Release plus Single. Bushido muss gar nichts mehr darunter. Bushido muss mehrmals in die Woche. Ey, das ist so ein Classic. Und irgendwie. Ey, das ist so geil. Und irgendwie gibt mir das same Vibe, ich weiß nicht. Und ey, das war eben dienstlich. Was wäre Twitch ohne Revi besser dran? Was wäre YouTube Deutschland ohne Revi auch besser dran? Das ist so und ach, eigentlich komme ich bei der Zeit gar nicht mit. Und eigentlich würde ich jetzt auch nicht mal in einen Aufzug steigen, wo nur eine Frau drin ist, weil stell mal vor, die sagt irgendwas. Ja, dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass er wirklich versteht, worum es nicht genau. Geht. Und es geht ja nicht darum, irgendwie ihm Sachen vorzuhalten von früher. Ich meine zum Kampf von Flying Uwe und Edis. Gut, finde ich gut, dass sie kämpfen. Finde es gut, wenn Leute sich hauen. Ich meine, das sind ja eben alte Dinge. Und wenn er sagt, ey, okay, vielleicht war das irgendwie echt ein bisschen komisch. Es war so ein bisschen sass. Aber nicht nur, dass er das nicht sieht, obwohl es ist in meinen Augen einfach offensichtlich, dass es nicht sein muss. Er relativiert das, indem er sagt, ja, aber es war ja fürs Fernsehen. Ist das wirklich eine legitime Basis? Ja, um diese Art von Sachen zu relativieren, ja. Weil es eben fürs Fernsehen... Ich habe das Gefühl, dass du gezwungen wirst, live zu sein. Brauchst du Hilfe? Alles gut. Ich habe heute bei 2300 Zuschauern in einer Stunde 10 Subs schon gemacht. Es hat sich absolut gelohnt, hier zu sein. Danke dafür, Chat. Wirklich super geil. Kann man wirklich alles damit abtun, dass man einer anderen Generation angehört und das ist krass. Eben alles Meme. Anders war? Oder wäre es nicht vielleicht an der Zeit, sich selbstkritisch zu hinterfragen und zu sagen, ja, vielleicht war das damals doch nicht so in Ordnung. Stattdessen schiebt Gottschalk die Verantwortung auf den Sender. Dieser Computer, danke für den Prime. Richtlinien festgeschrieben, dass... Jo, früher stand das beim ZDF. Beim ZDF stand, man muss grapschen oder was. Das war krass. Das ist krass. Frauen mehr und natürlich Jesse, as always. Und auch wenn Gottschalk in mehreren... Das habe ich als Wandtattoo, ist krass. Da stand zum Vertrag, was soll ich machen? Es ging nicht anders. Shows, sein eigenes Buch. Lass die Primes jetzt hier. Doch noch sehr oft seine Meinung sagt, ist er der Meinung, dass er seine Meinung nicht mehr sagen dürfte. Der Rattenkönig ist echt und er lebt in Wirklichkeit und er wird wieder auferstehen, er wird euch wieder bekommen. Der Rattenkönig ist echt, ich lieb's, dass so viele Leute dieses Rattenkönig mit ihm feiern, Digga. Ich krieg so viele Nachrichten dazu. Einen Unterschied zu früher. Darf man hier noch subben oder wird man noch auf X gecancelt? Kannst du machen, alles gut. Er erhält nicht mehr denselben Beifall wie früher und die Dinge bleiben nicht mehr unkommentiert. Und vielleicht kratzt das an seinem Ego, dass er nicht mehr everybody's Darling ist,
sondern jemand, der auch aneckt. Obwohl es natürlich noch eine Menge Leute gibt. Patrick war der Beste. Er war, aber er sagt ja, er war der Beste. Als er noch belästigt hat, war er noch gut, sagt Reloader 1493. Der Typ ist übrigens auch in dem Jahr geboren worden. Das ist crazy. Die hinter ihm stehen. Die Aufgabe des Publikums ist es nicht, alles lustig zu finden. Und nicht jeder, der im Rampenlicht steht, muss jeder... Ich hab mal einen Verweis in der Schule bekommen, weil ich den Rattenkönig als Hintergrund auf dem Schul-PC gemacht habe. Bruder, ja, weil sie dich canceln wollen, weil sie dich kontrollieren wollen, weil sie nicht wollen, dass du erzählst, dass es den Rattenkönig wirklich gibt. Weil die da oben wollen nicht, dass es die Leute wissen, dass es den Rattenkönig wirklich gibt. Im Gefallen. Aber wenn dein Anspruch war, von allen gemocht zu werden, dann ist es vielleicht schwer zu akzeptieren, dass heute viele Menschen deine Aussagen kritisch sehen. Es sieht so aus, als würde Gottschalk das alles nicht ernst nehmen. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit zu lernen, dass man auch ohne fragwürdige Bemerkungen oder Körperkontakt vielen Dank. Eine gute Sendung machen kann. Dankeschön. Und das nicht nur, weil es politisch inkorrekt wäre, sondern weil es allgemein einfach unnötig ist. Unnötig! Simon Desue, der Philosoph seiner Zeit. Aber was denkt ihr? Ist Gottschalks Verhalten Teil einer alten Generation und es war eben fürs Fernsehen und deswegen ist das in Ordnung, wo man natürlich auch im Gegenteil sagen könnte, gut, aber nicht alle sind ja wie er. Oder hat er wirklich einfach nichts falsch gemacht und die anderen sind eben schuld? Weil, was soll das? Hä? Ihr schreckt mich ein, mich und mein Denken. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Gutes Video, wie immer. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Good takes hier an der Stelle. Sehr, sehr gut. Und dann sehen wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wieder bei einem neuen Video mit eurem Girl. Stark, 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 stark. Starkes Ding, Sascha, sehr, sehr gut. Top.